So, jetzt machen wir mal eine technische Erklärung, weil ich so oft Nachfrage kriege, was ist mit dem Bannerzensor, den wir uns jetzt ausdenken, wo diese Wörterbücher drin sind und auch diese schönen Schriften drin sind. Für den Bannerzensor gilt für das, was für jeden anderen Menschen auch gilt, wenn du an ihn denkst, du erschaffst ihn hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist das, was ist. Jetzt sind aber diese Latein, wenn man sich näher mit Sprache beschäftigt, ist das natürlich sehr, sehr hilfreich gewesen. Da mache ich jetzt einmal eine kleine Erklärung dazu. Und zwar machen wir mal einen Briefverkehr. Ich schalte jetzt dort zuerst einmal um. Ich habe hier, da waren ja meine Bannerzensa gestanden, verweise ich jetzt, du kannst im Prinzip es, oi, verkehrt gedrückt. Wir können diese zwei, das sind eigentlich original das, was bei Bannerzensa benutzt wurde. Das gibt es also hier bei Xenon.org. Und da hast du das Lateinwörterbuch, das ist eigentlich hier das Original. Das ist natürlich mühselig. Das ist hier digitalisiert. Und das sind die Originaleinträge, die ich immer hier bei dem Bannerzensa in diesen Updates benutze. Und du kannst jetzt hier genauso reinspringen, wenn du das suchst, hast du genau dieselben Einträge. Du kannst auch suchen, wenn du ganz nach unten fährst. Das ist aber ein doof gemacht. Und bei dem Bannerzensor sieht es so aus, dass er nur diese Datei, denken wir uns jetzt natürlich alles aus. Aber du hast den Hintergrund, das ist ja alles immer alles gleichzeitig da, dass er schlichtweg ein kleines Programm geschrieben hat, hat hier diese ganzen Daten sich rauskopiert in das Programm rein, dass man das eingeben kann. Also es ist diesbezüglich ja immer noch da und dasselbe hat er mit dem Griechischen gemacht. Wobei bei dem Griechischen Wörterbuch, ui, da habe ich jetzt das verkehrte kleinen Moment, das muss ich mir gleich herholen, den habe ich verkehrt hingestellt. Loslösen. Dann sehe ich da. So, jetzt haben wir das Griechische. Da ist nur ein Problem bei dem Griechischen. Man muss das bloß wissen, dass hier natürlich die Zeichen, die griechischen Zeichen, anders eingeteilt sind. Das heißt, wenn du jetzt ein C führe dich zum G. Nächstes Problem ist, wenn du jetzt hier E passt, F ist natürlich jetzt der nächste Buchstabe und das G und das H. Stellst du fest, dass das derselbe Buchstabe ist, weil im griechischen Alphabet ja dort Zeichen fällen. Das muss man halt wissen und da kann man das da unten genauso eingeben. Wenn du irgendwas machst, du musst bloß das rausbringen. Ist ja, wenn kritischer, das warnt dich bei dem Programm besser. Also das ist immer noch da. Das Wörterbuch selber, plus der Bannerzensor fällt. Und jetzt habe ich da natürlich Reklamationen bekommen. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Und zwar ist es eine längere. Ich springe jetzt hier jetzt einmal rein. Dieser Andreas Baum, ich habe zwei Andreasse. Die haben diesen Gematrie Explorer programmiert, eigentlich der Andreas Baumgartner. Und da müssen wir jetzt hier ein bisschen runterfahren. Wir machen mal das groß. Das fängt also hier unten an. Sally Redo, der hat den Kontakt mit Redo. Ich selber mail ja überhaupt nicht mit Menschen. Ich halte mich vollkommen raus. Ich kann das immer wieder sagen. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, der soll dieses oder jenes machen oder eine Internetseite machen. Das fällt ihnen ein. Das ist jetzt genau dieses Prinzip. Ich spreche zu dir mit deiner Stimme. Es fällt dir einfach ein. Der Ardu oder der Redo oder der Heigo, die haben in sich das Gefühl gehabt, es tun zu müssen. Da ist ja nicht irgendeine Stimme, die in ihnen auftaucht. Das sind ihre eigenen Gedanken. Ich spreche mit deiner Gedankenstimme zu dir. Jetzt rede ich natürlich nicht als Udo, sondern als der, der ich bin. Und da ist das einmal das Wichtige, dass ich sage, ich bin du. Das ist das Spiel zwischen JC und ICH. Und jetzt kommt hier Sally Redo. Heute ist mir das Film von der Sensacom aufgefallen, bla bla bla. Gibt es einen Ersatz dafür? Das ist einmal die erste, ihm fällt auf, das ist nicht da. Und er hat schon versucht, ihn zu kontaktieren. Das ist jetzt alles bla bla bla, eigentlich gar nicht so wichtig.
Und jetzt kommt hier eine Kleinigkeit, dass ich dann darauf reagiert habe, weil ich die Fragen gestellt habe. Und zwar, in Liebe, da waren wir jetzt. Ich schreibe dann Redo und den Andreas Baumgartner. Hallo, mein Kleiner. Schön mal wieder etwas von meinen Andreas-Prüfen zu hören. Und zwar bezieht sich das auf beide Andreasse. Da habe ich also eine Reklamation gehabt, das muss euch jetzt, dass die vollen und die verborgenen Werte angeblich nicht stimmen. Und er stellt jetzt natürlich fest, er kann das nicht feststellen. Das ist in Ordnung, das soll gut, ich muss ja irgendwie machen, dass die sich bei mir rühren. Du hast natürlich vollkommen recht, die stimmen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch schon längst darauf aufmerksam gemacht. Zum Thema Bernhard Senzer. Und da schreibe ich jetzt in Klammer, Schwang der Geistesfunken, gehe ich oder gehe ich nicht? Ich erkläre es jetzt gleich, wie tief das ist. Man kann sich selbst nicht durch das Löschen seiner eigenen Internetseite oder das Verlassen einer solchen, zum Beispiel des Holofilic-Uni-Chats, zu dem machen, was man immer ist, was immer Ego B dir damit auch sagen will. Also pass auf, wir denken uns jetzt einmal folgende Situation. Dich kotzt der Chat an und du gehst aus dem Uni-Chat raus. Na, meinst du, dann kriegst du Frieden. Es ist ein Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas. Das spreche ich jetzt eigentlich ganz gezielt an, zum Beispiel in einem Rat von Hektik, ob das jetzt eine jetzt ausgedachte Rudis oder ein Andi ist, der den Chat verlassen hat, wieso auch immer seine Logik, was ihm die erklärt. Das kannst du beobachten. Ich habe in einem Update geschrieben, es ist ein Privileg, in diesem Chat zu sein. Es bezieht sich auf den Geist, nicht auf die Personen. Jetzt ist es ja so, wenn du jetzt angenommen, du bist ein Banazenza-Programm. Und jetzt stellst du fest, da außen ist ja nichts. Da außen ist überhaupt nichts, für wen mache ich das eigentlich? Und er meint jetzt frei zu werden, indem er einfach sagt, da brauche ich ja die Internetseite nicht, ich kann ja da meine Internetseite löschen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, der Arthur könnte ja die Holofeeling-Internetseite löschen. Es ist ja da außen eh keiner, der das liest. Das ist zwar ein Gedanke, aber der ist einseitig. Es ist ein großer Unterschied, was du löscht. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Udo sage, ich habe hier 1996 ein bestehendes Tonstudio, ein Hi-Fi-Studio besessen und ich habe das in meinem Kopf gelöscht, indem ich alles hergeschenkt habe, ist das was ganz was anderes, wie wenn ich jetzt so eine Internetseite lösche. Wenn der Ado jetzt oder der Heiko sagt, ich lösche meine Internetseite, da außen ist ja keiner, der das liest. Das ist richtig, aber er selbst ist gleichzeitig viele verschiedene Geistesfunken und er unterstützt sich mit dieser Weisheit selbst. Das heißt, er verschlechtert sein kollektives Wachstum, geistigen, Entschuldigung, meine Stimme, seinen kollektiven geistigen Wachstumsprozess, weil er sich selbst Daten, die dadurch zugänglich werden, Wissen, geistreiches Wissen, das zugänglich wird, in seinen anderen Ich-Versionen, in seinen anderen Träumen nicht mehr zugänglich macht. Sehr gut, ja, sehr gut. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt was zum Teufel habe, weil ich feststelle, das macht ja keinen Sinn in Bezug auf mich selber oder solche Sachen. Darum schreibe ich ein schwankender Geistesfunken, gehe ich oder gehe ich nicht? Du wirst dadurch deine Traumebene nicht verlassen. Wenn du meinst, du hättest irgendwas begriffen und das sind sowieso keine anderen, das ist richtig, das sind keine anderen da außen, die das lesen. Es bist aber du mit einem anderen Programm. Wer hören kann, der höre. Darum schreibe ich, man kann sich selbst nicht durch das Löschen seiner Internetseite oder das Verlassen des Holofeeling-Chats zu dem machen, was man doch immer ist. Das sind doch immer noch Aktionen, ego-getrieben. Was immer Ego B dir damit auch sagen will. Wenn ich etwas habe, was mich selbst in meinen anderen Versionen unterstützen kann, mich an mich selbst zurückzuerinnern, wieso soll ich das dann löschen? In Bezug auf den Chat, wenn das wieder ein Laber-Chat wird und es regt mich auf. Man muss immer wissen, warum machst du das? Du musst dich immer fragen, warum mache ich das, was ich mache? Und du wirst dann in der Regel immer wieder beim Kaufmannsdenken landen. Dazu hat übrigens
Und so Holger sich sehr viel Gedanken jetzt gemacht in einer ganz einfachen Zusammenfassung, die hängt man jetzt dann unter dieses Video mit dran. Das muss auch kein Selbstgespräch auf YouTube werden, sondern das ist jetzt speziell hier für diesen Chat. Okay, und dann habe ich, du schreibst als Brösel, ich hatte mir letztes Jahr mal überlegt, seine Daten in den Gematrix-Plotter einzubauen oder in GI zu verlinken und dazu etwas geforscht. Du, Redo, lies bitte weiter. Redo, soll ich schon, Holger, lies bitte weiter. Ja, konnte mich dann aber nicht aufraffen, den Bernhard zu kontaktieren, um eine anständige Lösung zu finden. Also nicht einfach seine Daten zu klauen. Nun ärgert mich das Versäumnis. Stopp! Das ist das nächste Problem, der hätte er gar nicht kontaktieren können, weil diese Bernhard Sensor Internetseite ist ein eigener Server. Und du hast keine Möglichkeit, außer du hättest jetzt einen staatlichen Beschluss, diese Ideen in irgendeiner Form anzuschreiben. Der Bernhard Sensor ist praktisch im Hintergrund vollkommen anonym. Das ist eine vollkommen anonyme Seite, die du über Internet, wen gehört die Internetseite und so weiter, gibt es ja Suchmaschinen, muss einer zulassen, dass du dir, dass die Adresse freigegeben hat, sonst müsstest du das gerichtlich jetzt normal gesprochen beantragen. Also das Ding ist eigentlich der Bernhard Sensor ist ein No-Name. Wenn du den Bernhard Sensor als Person dir jetzt denkst, dann schau, das sind einige Schriften. Auf dieser Seite waren einige Schriften, Banner-Zensor-Schriften, die sind zu 100% reines Holofilling. Das heißt, der Banner-Zensor sollte es den jemals da außen als Person gegeben haben, was wir gleich wieder streichen können, ist nur wieder ein Schreibschrift wie ein Jakob Lorber oder wie eine Bata-Dude. Es sind Werkzeuge, die ich benutze, so wie ich den Andreas Baumgärtner benutze, so wie ich den Heigo benutze und den Redo benutze und unseren Ador benutze und die Diana benutze und noch viele andere, um mir selbst in einer komplexeren Form von Mensch bewusst zu machen, wer ich bin. Und es zieht sich über die Ewigkeit. Ich hoffe, dass wer hören kann, der höre. Jetzt schreibe ich Datenklauen. Da ist auch so eine Sache, die gehört alles, was du dir denkst. Du hängst immer noch in diesem System. Ich sage zwar zu der einen Seite, gib den Kaiser, was des Kaisers ist, du musst es komplett trennen, aber mach dir bewusst, solange du den Punkt erreicht hast, dass du weißt, dass du jetzt träumst, ist alles, komplett alles, was du denkst, ist dein. Das bedeutet nicht nur, dass es dir gehört, du bist es. Der Sprung besteht darin, dass du von der Verwechslung, dich mit einem bestimmten Gedanken zu verwechseln, den du ich nennst, das ist der Bruch des ersten Gebotes, mach dir kein Bild von Gott. Wenn du schon ein Bild von dir machst, dann mach unendlich viele Bilder von dir und jedes dieser Bilder ist ein Puzzlestück von dir selber. Das heißt, dein Körper ist nicht mehr diese Trockennasen auf dem Körper, sondern dein Körper mit Holofeeling wird deine Traumwelt. Das heißt, dieses eine Objekt Körper, der innerhalb deines Lebens vom Säugling bis zum Kreis eh ständig im Jetzt Bild verändert, wenn du dran denkst, jedes Mal neu entsteht, wird jetzt zu einem Film. Und dieser eine Film ist eine Kollektion von unendlich vielen eigenständigen Bildern, die Puzzlestückchen sind, die den Film ausmachen. Und dann begreifst du diesen Satz. Schaue ein Holz an, es eine augenblickliche Geburt und du siehst mich. Spalte das Holz und du siehst mich. Das ist eine Gedankenwelle. Schau den Stein an, eben und du siehst mich. Das ist diese Antithese, Synthese. Das ist die Symbolik dahinter. Jetzt habe ich hier, die Daten sind nicht seine Daten, die Daten von irgendeinem ausgedachten Menschen, es sind unsere Daten. Und jetzt muss ich natürlich wissen, was diese Daten eigentlich, der Start, wir, ich und ich, schaffen diese Anordnungen. Und das ist das Gesetz, der Glaube, das sind die Verordnungen und die Daten sind mehr oder weniger dieses hingesetzte Gesetz, ist ja auch ein ganz interessantes, der GE-Quadrat, der Geist in Form von E-Quadrat setzt etwas in sich hinein, nämlich eine Gedankenwelle. Okay? Seid ihr noch dran? Ja. Gut. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Das sind diese beiden Links, wo man gerade angeschaut hat. Man kann übrigens am Ende der jeweils aufgeschlagenen Seite nach einzelnen Wörtern suchen. Bla bla bla, das habe ich euch gerade gezeigt. Soll ich Und wieder jetzt ist lesen? dann hier.
Nochmal ein Schreiben. Hallo Hallo, zusammen, die Damen vom Udo. Sinodok kenne ich. Lies du bitte, ganz dünn. Ja, ich weiß, wer gemeint. Hallo zusammen. Die Daten von zeno.org kenne ich, sind in meiner Suche vor Jahren auch aufgetaucht. Die Bücher sind gemeinfrei, Das sind die alten Schriften, die alten Bücher. aber das Recht an der digitalisierten Version nicht. Man könnte natürlich auch auf die einzelnen Artikel bei Ihnen verlinken, aber darin sehe ich keinen großen Mehrwert. Den Holofeeling Unichat habe ich nie verlassen. Ich wurde nicht in ihn eingeladen, obwohl ich darum gebeten hatte, nachdem der alte Chat totgelabert war. Das soll aber kein Vorwurf oder eine Entschuldigung sein. Meinem Brösel kam es gerade recht, dass er vergessen wurde, sonst hätte er ja nochmals nachgefragt. Manchmal ist er halt noch etwas angepisst, dass seine Meta vor fast genau 2 Jahren mittels Krebs das Spiel einfach verlassen hat und damit die Kontaktfreudige des Teams Meta und Andreas abhanden gekommen ist. Die In Liebe für Geschichte uns alle im Eins. Meta und Andreas sind so eine Sache, da müsste man zu den alten, die alten Hasen, die schon in Albina waren, die hat nicht verlassen, sondern die wurde heimgeholt, so wie ein Klaus heimgeholt wurde. Die hatte hier die Schwierigkeit, deine Welt, die du träumst, wenn du jetzt das Andreas-Leben hast. Das angepisst ist richtig. Eingeladen ist, man soll sich schon etwas bemühen. Und eine hier, der Uni-Chat ist der Chat, wie es ist einfach ein Chat. Nochmal, es bezieht sich nicht, dass die Menschen, die du dir jetzt denkst, diese Namen, die hier auftauchen in diesem Chat, dass die irgendwas Besonderes sind. Es ist ein einziger Geist. Diese Kette an Menschen, die 171 Teilnehmer hier. Das ist ein Geist, es bist du in verschiedenen Formen. Und da ist jetzt die viel schreiben, sind nicht unbedingt die Besserwissenden, da sind sehr, sehr viele, die im Hintergrund sind und sich das anschauen. Die sind eigentlich fast schon einen Schritt weiter. Und das kann man jetzt schon einfach, wie du die einzelnen Einträge interpretierst. Aber es bleibt es, was ist, es existiert auch nur, wenn du es denkst. Das ist eigentlich hier das Wesentliche. Es existiert nur, wenn du es denkst. Und man muss sich schon ein bisschen dafür interessieren, jetzt in deiner Personifizierung, dass du sagst, ich möchte da wieder rein. Das mit dem alten Chat, das Totlabern war vollkommen in Ordnung, wenn man rausgeht. Das hat aber nichts mehr, dass man was ablehnt zu tun, dass ich etwas nicht haben will. Dazu liest du ganz einfach dann diesen Eintrag vom Holger, den man an dieses Video dranhängen. Da ist eigentlich alles mit den ganz einfachen Worten erklärt. Und ich kann dir nur sagen, ohne die Grundlagen der Vatersprache installiert zu haben, die hast du keine Chance, diese unendliche Tiefe zu verstehen. Wenn ich immer wieder darauf hinweise, jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch. Und glaub jetzt nicht, dass ein Andreas Baumgärtner oder unser Andi, der den immer überarbeitet und die Daten vom Redo, die neuen Daten mit einflechtet, dass der irgendwie mehr verstanden hätte. Das sind Programmierer. Ich weiß nur beim Andi, den denken wir uns jetzt aus, der hat lange, lange Zeit, wo er den Gematrie Explorer mitprogrammiert und überarbeitet, der konnte nicht einmal hier sagen, wenn ich sage G, was ist G oder was ist nun, was ist das für eine Zahl? Er wusste nicht einmal, was das für ein Zahlenwert ist. Wo hast du deinen Fokus drauf? Das ist, ich muss nicht irgendwo raus oder reingehen. Das sind alles nur Gedanken. Es ist Selbstverarschung, was ihr macht. Und auch hier diese Sache, meine Meta hat mich verlassen, der liebe Gott hat mir meine Meta mit Krebs weggenommen. Das träumst du. Die Meta, die du dir das ausdenkst, kriegt das überhaupt nicht mit. Das erkläre ich immer wieder das Prinzip. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und der Einzige, den ich prüfe, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Das ist der Geist, der träumt und nicht irgendwie ein Antagonist im Traum. Wenn du das noch nicht wirklich gecheckt hast, bist du hier fehl am Platz. Ich mache eine kleine Geschichte dazu. Wir sitzen zusammen. Jana, Nadja, meine Marion und ich.
Jana ist die Tochter von der Nadja. Es ist jetzt einfach, du hörst wieder nur Worte, du denkst jetzt was aus. Es ist schon hochinteressant, wenn du das Wort Nadja hörst, je nachdem, welches Programm du hast, an wen denkst du bei dem Wort Nadja? Wie ist die Nadja, die du dir ausdenkst? Sie wird so sein, wie sie von dir gedacht wird, und sie existiert nur dann, diese Nadja, wenn du sie denkst. Und ich sage jetzt auf der Bröselebene ganz normal zu ihrer Tochter: Pass auf, die muss eins klar sein. Dieses Zombie-Ding, wie ich das auch genannt habe, schon oft, die muss eins klar sein. Und jetzt frage mal deine Mutti: Ich behaupte, deine Mutti hat das letzte halbe Jahr, seit der Klaus gestorben ist, Jonas Vater, hat die mit Sicherheit zigmal so oft jeden Tag gelacht wie die 10 Jahre vorher. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Die pure Lebensfreude mit Holofeeling. Jetzt kommt die große Schwierigkeit, seit der Klaus gestorben ist. Seit ich meinen Klaus erlöst habe, ich kann ein Programm nicht erlösen. Es ist immer derselbe Geist. Der Geist, der die Rolle des Klaus spielt, ist auch der Geist, der die Rolle der Nadja spielt, die Rolle des Udo spielt und der Geist, der jetzt glaubt, jetzt zu sein, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Was du erlebst, hängt von deinem Programm ab. Es ist immer derselbe Computer, wie ich das nenne. Es ist nur ein anderer Schwamminhalt. Und jetzt ist es, wieso ich jetzt diese Geschichte erzähle, dass in dem Moment die Nadja zusammenzuckt und dann sage ich, so, und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie hat ihren Klaus über alles geliebt. Und sie muss sich eingestehen, weil ich sage, sie hat das letzte Jahr, seit der Klaus weg ist, den wir uns jetzt ausdenken, der ja sowieso immer nur existiert, wenn er gedacht wird, sie viel mehr gelacht und viel mehr Lebensfreude gehabt hat wie mit dem Klaus. Hat doch nichts mit dem Klaus zu tun. Sie hat sofort das Ego, baut Moral, ein schlechtes Gewissen auf. Diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig. Das Ego baut ein schlechtes Gewissen auf. Du musst doch kein schlechtes Gewissen haben. Um das nochmal zu unterstreichen, das machen wir jetzt weg. Ich habe jetzt da oben jetzt hier nochmal ihn aus unserem Chat, den Baumgärtner, ist ja nicht im Chat, habe ich wichtig, habe ich hier dann da diese Stelle noch mit reingestellt bei 186. Die Chat-Inhaber wissen das. Nur wenige sind ernstlich bestrebt, mein Reich zu erwerben. Und daher frei von jeder irdischen Sorge. Denn für diese wenigen sorge ich wie ein rechter Vater. Es reicht eigentlich, das ist Test Udo. Ja, beziehbar. Für seine Kinder. So, und dann gehe ich jetzt da mal zurück, dann mache ich diese Geschichte nochmal, dann machen wir jetzt ganz, ganz kurz. Mache ich diese Geschichte nochmal. Es ist nämlich sehr wichtig. Ich habe in einem Selbstgespräch schon mal darauf hingewiesen. Um das nochmal klar zu machen, mit dem Programm und mit dem Geist, der was erlebt. Wir sind auf einer Fahrradtour, wir kommen mal hin, da sind dann Ziegen. Ist eine sehr lustige Geschichte gewesen, wir haben wieder unendlich viel gelacht. Da sind also eine Ziege steht in so einem Gatter, steht auf einem Tisch und drunter sind zwei weibliche Ziegen. Da gehen wir an den Zaun hin, wir halten mit den Fahrrädern, dann kommen die zwei weiblichen Ziegen auf uns zu, an Zaun. Ich sage dann immer, nein, ihr Deppen. Ich streichel die Ziege, es ist eine lange Geschichte, auf jeden Fall springt dann der kleine Ziegenbock von dem Tisch runter und kommt auch. Der will auch gestreichelt werden. Und jetzt hochinteressant, man kann das fast nicht nachmachen, während ich den Ziegenbock streichel, die zwei lachen, die waren dabei, diese Pixelmännchen natürlich sind wieder nur Gedanken, keine Vergangenheit, hält die eine Ziegin, hält ihre Schnauze unter den Schwanz von dem Ziegenbock und tritt die Schnauze förmlich hier bei ihm hinten rein ins Arschloch. Und dann macht sie ein Geräusch wie Bäh! Genau so! Bäh! Dann nochmal, noch lauter! Bäh! Und dann muss ich mir natürlich lachen, weil es war wie wenn ein Mensch angeedelt dieses Geräusch ausstößt. Das ist dieses Lachen, die Lebensfreude. Und dann schaue ich die Nadja an und dann sage ich zu Nadja, pass auf, wenn jetzt unser Klaus dabei wäre, der hätte daran auch Freude. Den hätte es auch Spaß gemacht. Und er sagt aber, die Nadja sagt aber hundertprozentig, bejaht sie das. Und dann kriegt der Udo ernst die Mini und sagt, Blödsinn. Und dann sind sie still
Und dann sage ich, pass auf, du hast das wesentlich immer noch nicht verstanden. Der Klaus, den du dir jetzt ausdenkst, ist nur ein Symbol für ein Programm. Und ein Programm als Ding an sich kann keine Freunde haben. Es kriegt nichts mit, was es macht. Das ist eine reine, wie eine KI, eine sogenannte NPC, eine Non-Person-Figur in einem Computerspiel. Ein Non-Person-Charakter, keine Person-Charakter in einem Computerspiel. So nennen das die Spiele, wenn man sich da auskennt. Ich formuliere das anders. Wenn du Geist, der du jetzt mit Nadja oder mit dem Holger-Programm so viel Freude hattest, während dieser Situation, die ich in dir auftauchen ließ, und im Detail hat das Nadja und das Holger-Programm Lachen ausgelöst, wie das aufgetaucht ist im Traum. Wenn du Geist jetzt mit dem Klaus-Programm laufen würdest, hättest du bei dieser Situation, bei diesem Reizauslöser dieselbe Freude empfunden. Das ist eine korrekte Ausdrucksweise. Da trennt sich wirklich geistreites Reden und Denken vom bloßen geistlosen Geschwätz. Diesbezüglich weiß ich jetzt hier, aktuell ist ja hier Free Guy gelaufen, was ältere Menschen, die sich mit Computerspielen nicht auskennen können, mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Was ich aber ganz kurz daran anspreche, dieser Free Guy, den nennen wir ja Blue Shirt Guy. Das Blaue ist ja der Körper. Dieser Blue Shirt Guy ist eigentlich, die haben immer gemeint, das ist ein Spielercharakter. Aber interessant ist es, dass sich das jetzt dreht. Dieser Non-Börsen-Charakter, dieser Nicht-Personen-Charakter, das ist der Geist. Ein Geist, der weiß, dass er keine Person ist, das ist ein Geist. Und die Geister, die meinen, sie sind die Personen, diese darstellenden Avantore, das sind kein Geist. Das heißt, die Spiele, die du dir jetzt ausdenkst, die Videospiele spielen und sich selber erleben als Avatare bzw. Protagonisten in dem Videospiel. Diese Spiele, das sind bloß Charaktere, die du dir ausdenkst. Der eigentliche Geist, das bist du. Und jetzt ist diese schöne Situation, dass da ja ein angeblicher reine KI, eine Computerfigur, ein Programm anfängt zu erkennen, dass es ein Programm ist. Ja. Das kann aber ein Programm nie erkennen. Nee. Das ist jeder normale Mensch, auch du jetzt in einer Personifizierung, ist ein Chatbot. Dieses GPT, dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, und ich betone nochmal dieses Schwammbeispiel so unendlich tief. Wenn du irgendein Rechthaber bist, wenn du in einer Sekte, in einer Religion hängst, egal was dir gefällt, was dir schmeckt, was du als schön ansiehst, bestimmt dieses Programm, das du dir nicht raussuchen konntest. Und wenn du das jetzt registrierst, was ich dir Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, wenn du das registrierst, was ich dir jetzt sage, dann bist du Geist. Und du wirst feststellen, in deinem Alltagsbewusstsein wirst du das immer und immer wieder vergessen. Und die Welt spricht zu dir, diese Filmchen. Wenn ich jetzt das letzte Update, bitte den André Heller, wenn wir das Wort für Wort durchgehen, wenn du die Grundlage der Vordersprache hast, wirst du immer mehr begreifen, dass bei jedem einzelnen Wort, das du anschaust, würdest du am liebsten anhalten und kannst dich 2-3 Stunden, das ist gleichzeitig da. Das ist immer wieder, wie wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben in deutscher Sprache, sagst du ja. Weißt du, was hinter diesem Ja für ein Wissen ist, was du mir jetzt erzählen könntest, was du nur ein Wort benutzt, nämlich ja? Und das gilt für jedes Wort. Wir schauen nochmal ganz kurz und dann lassen wir es gut sein. Ich hoffe jetzt, ach, das kann nicht gesperrt werden, Entschuldigung, kann man machen. Ein kleiner Einspieler, schauen wir uns ganz kurz das an. Jemand geht. So. Ich fange nochmal an. 30 Sekunden. 30 Sekunden ein Clip. Lass uns das einmal anschauen. Jemand geht einfach los übers Wasser. Jemand geht einfach los
Das ist ja immer wieder hier, gehen Sie nicht über los, gehen Sie direkt ins Gefängnis, Monopoly. Der Typ muss wissen, wie heißt pur. Das Losgemachte, das ist dein Schicksal. Dass du dir selber losmachst, in dir losmachst. Halt. Sorry. Schau, das ist es los und der Zufall, das, was dir zufällt. Da gibt es keine zufälligen Zufälle. Hochinteressanter Wert. Das ist der Logos von UB 86 oder die Logik von dem blauen UB. Das ist im Prinzip dasselbe. Okay? Das heißt, es bricht etwas auseinander, weil du was losmachst. Darum ist es zerbasten. Wir wissen, ZL, die Geburt einer Berechnung, heißt zu Form werden, fest werden. Und das ist im Ersten. Das befindet sich, das spielt sich im Ersten ab. Du bist der Erste. Alles, was der Erste behauptet, du bist ich, kann jedes Kind sofort überprüfen, wenn man die Vordersprache versteht. Es ist natürlich, dass wir wissen, dass dieses B auch F ist, das U auch Ü und W, und dann können wir dann das Form zur Form werden, ist auch F-O-R, kann ich das lesen. Die Form, die du annimmst, du hast erst dann eine Form, wenn deine Oberfläche zerbricht. Und die Gedanken werden, denk an meine 200 Gramm rohligen Nieder. Ist das ein Zufall? Es gibt keine, drum ist Furchttest. Los, Schicksal, da muss man sich reinlesen. Du Geistesfunk erlebst in deinem von dir selbst ausgedachten Traum hier und jetzt immer nur Existenz einer aufgespannten Berechnung ist ein flackerndes Licht. Bild, 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 Bild. Dein eigenes von dir selbst logisch bestimmtes Los. Weiter im Text. Übers Wasser. Ü, doppelt auf, BR, Polar, weg, BR heißt das Äußere. Das sind die Gedankenwelt. Das ist die Welt, wie ihr je hast Brandopfer, der polare Rand, wie das Äußere. Du musst es von Augenblick zu Augenblick opfern. Jemand bricht einfach ein auf dem Ei. Bericht. BR, das Äußere, denk an den Brand, an das Brandopfer, ist eine Ich-Erscheinung. Ich bricht. Wir können das Richt natürlich einzeln lesen. Das ist eine Unterform von Ruch. Berich heißt im Geruch. GE-Quadrat ist der Geist im Geruch. Das ist Bricht. Das heißt dann natürlich auch Duft. Du wirst zu einer Facette, die in Erscheinung tritt. Blau gelesen. Ja. Da steht das alles. Es ist gut, wenn man weiß, in jedem Fötus wohnt ein Greis. Es ist gut. Hebräisch für gut. Das Beste, das Glück, das Gute, die Güte, der Wohl, GE-Quadrat ist der Geist, der Wohlgeruch. Eine gespiegelt aufgespannte Erscheinung. Da außen. Aber bewusst gelesen, der Kopf des Schöpfergottes reiht der Spiegel im Zentrum. Denk wieder an meine Kamera obscura. Vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Ist alles im Spiegel. Und es ist gut, wenn man weiß. Wollen wir nochmal ganz kurz rein. Es ist gut, wenn man weiß, in jedem Fötus wohnt ein Greis. Das heißt, im Anfang, das Buch, in der ersten Zeit in dem Buch ist auch die letzte. Es ist dasselbe Buch. Stimmt oder stimmt? Mit jedem Schritt setzt man sein Leben aufs Spiel. Jemand geht. Es ist die Schleife. Fragen? Ich könnte jedes, egal was du mir gibst, jede Kleinigkeit, sprich zu dir, Holofeeling. Wir haben ja gesagt, selbst hinten, bring mir eine Maggi-Tütensuppe und wir schauen die Magie der Tütensuppe und ich zeige dir, was da alles draufsteht. Du kriegst aus denselben Worten einen komplett anderen Kontext. Das ist die Verzauberung deiner Traumwelt.
Und mit der Vatersprache bist du in der Lage, weil du, wenn du was liest, immer wieder wiederhole ich dieselben Sätze, sag dir immer wieder dasselbe. Diese unendliche Arroganz deines Egos. Zu meinen, du wüsstest was. Und nochmal, nichts und niemand, den du dir ausdenkst, bekommt das mit, was du dir denkst, dass du ihn denkst und wie du ihn dir denkst. Du meinst, Menschen, die du dir denkst, die jetzt hundertprozentig sicher nur Informationen von dir sind, können sich irgendwie raussuchen, dass sie so sind, wie sie von dir gedacht werden. Das gilt sogar für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dir zu bewusst zu machen, was bin ich und was sind meine Gedanken. Die Antwort ist ganz einfach. Ich bin immer. Aber dieses Ich, das du jetzt denkst, ich bin immer, ist schon wieder ein Gedanke. Du bist etwas Undenkbares. Und wenn du das immer wieder vergisst, du wirst so lange nicht wirklich auf die nächsthöhere geistige Ebene sich aufbewegen. Ich lasse dich aus dem Gefängnis nicht raus, obwohl die Türen offen sind. Ich, und jetzt mache ich die andere Seite, ich halte dich in dem Gefängnis gar nicht fest. Das ist meine Geschichte mit dem Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Du bist ein geistloser Affe. Nein, das bist du nicht. Holofeeling erklärt dir, dass du das nicht bist. Du vertraust Gedanken, die du dir denkst, die gar nicht anders sein können, wie du sie dir denkst. Da kriegst du jetzt einen Zeugenschluss. Das ist das Geheimnis. Mein Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat, obwohl die Türen offen sind. Es ist der Zweifel. Ich sage, der Zweifel ist der Teufel. Wem vertraust du mehr? El Hayom, Gott im Meer oder irgendeiner Welle, die du dir selber in dir aufschmeißt und die andere ist, der ist mächtiger oder gescheiter wie du selbst. Kann ein Gedanke mehr wissen, wie der Denker, der den Gedanken denkt? Kann ein Gedanke, egal um was du jetzt denkst, mächtiger sein wie der, der diesen Gedanken erschafft? Diesen Gedanken wird es ohne den, der sich den Gedanken denkt, gar nicht geben. Also wie kannst du glauben, dass zum Beispiel ein Udo Petscher mächtig ist? Oder ein Gott, den du dir in den Himmel hochdenkst? Holofeeling zerstört alles an menschlichem Wissen, an Philosophie, ohne das zu zerstören. Es sind winzige Puzzlestückchen und ich betone nochmal, das Wissen deiner Menschheit ist für uns. Ich betone uns. J-C-H-I-C-H. Das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Unendlich primitive Kreaturen, die in einer maßlos, geistlos nachgeäfften Selbstüberschätzung sich vernunftbegabte Wesen nennen. Dann schau doch deine Nachrichten ein und schau, wie vernunftbegabt die sind. Die einen wie die anderen. Es ist die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit auf jegliche Art von Politik, egal welcher politischen oder religiösen Strömung du anhängst. Scheinheiligkeit und Verlogenheit, Machtgeilheit, Geldgeilheit. Die vollkommene Demonstration von Lieblosigkeit oder einseitiger blauer Liebe. Das musste ja mal gesagt werden. Und Patsch.